Der sechsfache Weltmeister, zweifache Paralympicsieger und Weltrekordler über 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und in der 4x100 Meter Staffel. Johannes Flors. Und er hat die Goldmedaille mitgebracht. Weltrekord der Amputierten, Johannes Flors, 10,54. 200 Meter, Weltrekord, 21,04. Noch Fragen? 20,69. Oh. Muss ich einen ausgeben heute Abend? Eine? Das war der alte Weltrekord. Der neue ist 2069. Ja. 400 Meter, 25 Sekunden 78. 45. Nicht 25, 45. 45. Ach, ich bin so nervös. Jetzt gibst du aber drei aus. Ne? Und bei der 4x100 Meter Staffel, die hat er gelaufen mit Zweien, die bereits bei uns der besondere Gast auf dem Sportabend waren. Das ist zum einen Markus Rehm, den wir alle als den Weitspringer kennen. Es springt in Deutschland kein Mensch weiter als er. 8,62 Meter. Unterschenkel amputiert und der andere, der bei den 4x100 Metern dabei war, war Felix Streng. Den hatten wir 2019 hier. Phil Groller muss noch kommen und eben Johannes Flors in dieser Zeit von 40,52, 4x100 Meter. Johannes, und jetzt stelle ich die Frage, die mir immer gestellt wird, wenn du mit mir hier so rumgehst, ne? Wo sind denn eigentlich die Prothesen? Und da erzähle ich euch etwas von der internationalen deutschen Meisterschaft in Regensburg. Da kam er nicht zur Siegerehrung. Ich sage, Johannes, wo bist du denn geblieben? Bringst den ganzen Laden durcheinander. Da sagte er, ich musste mal eben meine Beine wechseln. Und diese Laufprothesen hat er hier mitgebracht. Die kosten auch ein paar Mark. Beide zusammen 20.000 Euro. Hochprofessionelles Produkt eines der weltbesten und innovativsten Prothetikhersteller. Das ist Otto Bock. Da schreibt er seine Masterarbeit. Und Johannes, sage mal paar Dinge zu dieser Spezialprothese. Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für diesen tosenden Applaus und dieses herzliche, warme Willkommen heißen. Also an dieser Stelle, ich freue mich richtig hier zu sein und das ist toll, was wir bisher gesehen haben und ich bin sicher, es wird nochmal genauso toll. Und Friedhelm, an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank dir für ja, die ganze Wegbegleitung meiner Karriere. Wir kennen uns seit über 8 Jahren und ja, die Späße werden immer, die werden immer gemeiner, weil man einfach merkt, die Freundschaft wird dicker. Aber kurz zu dem Produkt, was ich in den Händen halte. Meine Sportprothesen, das sind tatsächlich genau die Sportprothesen, mit denen ich die letzten Weltrekorde in diesem Jahr gelaufen bin. Und das sind auch die Sportprothesen, mit denen ich heute Mittag trainiert habe. Also die Gebrauchsspuren sind da. Und die bestehen im Grunde aus zwei wesentlichen Dingen. Einmal dem Schaft, das ist hier vorne, dieses Carbon-Konstrukt. Pass auf mit den Spikes. Und das ist ganz wichtig,
denn das ist für mich die Anbindung an den Körper. Das ist wie für euch ein richtig gut sitzender Turnschuh, ein Wanderstiefel, und so brauche ich einfach eben hier eine super gute Anbindung. Und daran befindet sich quasi das High-End-Carbon-Produkt, der Sportfuß oder die Blade, wie wir auch viel sagen. Und die ist so ein bisschen J-Form oder C-Form geformt, einfach um mir einen Fuß zu ersetzen, um eine Achillessehne zu ersetzen und mir eben zu ermöglichen, die Füße, die ich nicht habe, trotzdem zu nutzen. Und das Schönste an denen ist, Friedhelm tut sich immer gerne weh. Die haben Spikes drunter, damit ich auf dem Tatanboden eben keinen Kontakt verliere. Aber die sind leider auch der Grund, warum ich heute nicht hier auf der Halle laufen kann. Sonst hätte ich, glaube ich, den Hallenboden kaputt gemacht. Richtig. Und du hast dann etwas gemacht, wo einer gesagt hat, der hat sich die Beine abschneiden lassen. Ja, ich bin 16 Jahre lang auf zwei Füßen rumgelaufen, war aber mit 16 1,60 Meter groß, hatte einen Oberkörper, aber wie jetzt auch. Das heißt, ich war ein Sitzriese, bin aufgestanden und war der Kleinste. Und das liegt daran, dass ich von Geburt an eine Fehlbildung habe. Und zwar fehlt mir ein Knochen im Unterschenkel. Und mit dieser Fehlbildung wächst auch der Fuß nicht so, wie ihr es kennt, sondern mein Fuß war bananenförmig. Ich hatte 3 Zehen statt 5. Und meine Ferse, die bei euch im Schuh sitzt, die war so hochgezogen, dass ich immer spezielle Einlagen brauchte. Und das war für mich natürlich irgendwie erstmal Alltag, aber beim Heranwachsen und älter werden und auch schwerer werden, war es einfach so, dass ich sehr, sehr schnell Schmerzen bekommen habe. Und das war dann irgendwann so, dass ich auf Klassenfahrten halt auf den Schultern der Lehrer die Wattwanderung mitgemacht habe, weil ich einfach nicht mehr mitlaufen konnte. Aber es war für mich irgendwie keine Option, mein ganzes Leben lang mit Schmerzen zu führen. Und ja, Friedhelm, mit 16 kam die Entscheidung, natürlich nicht über Nacht, sondern mit viel Bedenkzeit, mit viel Gesprächen mit Ärzten und auch Beratung mit meinen Eltern. Aber ich habe mir am 7.7.2011 meine Füße amputieren lassen, damit ich keine Schmerzen mehr habe. Und damals war von Leistungssport, Paralympics noch nie die Rede. Da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, sondern ich wollte keine Schmerzen mehr haben. Und habe mir aus diesem Grund dazu entschieden, Prothesen zu tragen und ich sag mal, auch normal groß zu werden. Denn vom Kleinsten zu 1,80 Meter, das macht auch ganz schön viel mit der Psyche und auch viel im Kopf aus. Und hier steht er, der Weltrekordler, der sechsfache Weltmeister, zweifache Paralympicsieger, und von dem ich natürlich mit euch und Ihnen hoffe, dass aus Berchneustadt 1000 zusätzlich gedrückte Daumen kommen, wenn du in Paris bei den Paralympics im August 2024 antrittst. Johannes Flors, unser besonderer Gast hier auf dem großen Sportabend. Ihr Applaus für die außergewöhnliche Leistung, die ich finde, die Johannes in seiner Sportlaufbahn gebracht hat. Und ich freue mich, dass wir im Deutschen Behindertensportverband solche Athletinnen und Athleten haben. Da geht es nicht um Mitleid, da geht es ausschließlich um Respekt für die außergewöhnlichen Leistungen. Und sie sind Leuchttürme und beispielgebend für jeden, der denkt, das kann ich nicht, lass es doch mal versuchen, guckt mal, was die schaffen. Johannes, auch meine persönliche Hochhaltung, neben unserer langjährigen Freundschaft. Danke. Ja, ich habe deine Leistungen gesehen, hat mal geguckt, 2014, 200 Meter. Okay, schaffe ich 100 Meter auch vielleicht. Aber nur wahrscheinlich. Also meine Knie mache ich, wenn ich möchte.
Aber vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Wirklich auch toll. Ich denke mal, das Publikum hat es dir auch gezeigt, wie willkommen du hier in Deutschland bist. Und als Dankeschön habe ich dir eine Flasche Wein mitgebracht. Es geht dann was für das Buch. Ich habe gesagt, das schenken wir dann. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Just go ahead, go and catch me, baby.